Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Okay. Zerrissene Kleidung. Seltsam. Okay, da oben sind nicht. Abstecken hier. Sein Blut ergoss sich ins Wasser. Er ist weggeschwommen. Die Spur.
Die Spur führt um den Leuchtturm. Ich frage mich... Die Blutspur führt zu dieser Tür. Ich muss auf alles gefasst sein. Tefibi, deine Mutter wollte, dass ich dich finde. Tja, das ist gut. Ich hätte dich sonst auch verletzt. Mit meinen Gedanken. Wohl kaum, kleiner Mann. Na gut. Bitte hilf mir hoch. Oh... Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe viel Blut verloren. Ich bring dich schnell zurück zu deiner Mutter. Sie wird wütend sein. Aber gut, geh vor. Ich kann mich auf den Beinen halten. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen? Das Auge des Horus? Mein Magi-Abzeichen. Magi? Ah, altes Königreich. Wurden die nicht von den Ptolemäern getötet? Bis auf einen. Darf ich deine Geschichte aufschreiben? Der letzte Magi wäre eine fantastische Erzählung. Nun ja, was für eine Geschichte würdest du erzählen, Tefibi? Ich weiß, eine Fabel. Eine, die... Da! Schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. Du bist Ina! Kein Gegner, du hättest fliehen. Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen. Stirb, du Wurm. Gut. Das sollten alle gewesen sein. Tefibi, hast du mir etwas von deinem Abenteuer verschwiegen? Eine Kiste Drachmen vielleicht? Du kränkst mich, Magi. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ein paar Drachmen hier und da, aber nie gestohlen. Es scheint wohl niemand mehr zu kommen, Tefibi. Zurück zu deiner Mutter und deinen Studien. Besuche mich jederzeit in Alexandria, Magi. Ich werde ein großer Philosoph. Wart's nur ab. Ich freue mich darauf, Tefibi. Da haben wir das auf. Dann haben wir hier gleich das Fragezeichen. Okay. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ach, er hatte ja keine Ahnung, dass mein Onkel der Örtliche... Hey! Dich schlitze ich auf! Mist! Es gibt Ärger! Hey, hier gibt's ein Problem! Das... Hilfe! Du hättest nicht herkommen sollen! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ah!
Alter! Hey, was? Hey, das war's! Stirb! Stirb, du Bastard! Ich hab das Ziel in Sicht! Den treffe ich! Ich erlege ihn! Ein einfacher Schuss! Ja, die sagen alles so, Bewachung ist so langweilig. Okay, war nicht ja nur ein zweiter Schutz. Schnellweise. Wow. Ha! So. Synchronisieren. Teilweise gerade freigegeben, sehr schön. Da haben wir eine Nebenquest, da haben wir eine Schriftrolle. Brüder und Schwestern. Wie traurig, das Serapeum so zu sehen. Da müssen wir hin.
Relikte Steins. Nebenquest. Idiotin! Oran Bulimi, die mich hagest in den Axel. Oh. Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Der Gerber, so? Mein Trommler ist im Kibutos-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Okay. Nähe von der Bibliothek. Da haben wir nochmal eine Nebenquest. Und haben wir schon wieder eine. Höhere Bildung. Drohne ohne Schlafen. So, wir haben doch eigentlich noch andere. Lalalalalala. Nebenquest. Alle Quests, die sind doch alle Haupt. Nee, Haupt sind 5. Mysteriöse Mörder. Steinkreis. Bindet den Trommler. Dann gehen wir noch hier runter. Weinflasche? Oh. Niemand kann ihn mir zurückbringen. Er wird in Gefangenschaft sterben wegen dieser Schlange, Eodoros. Was? Wer bist du? Hat Eodoros dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eodoros. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eodoros stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Okay. Wenn du ihn befreist. Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte. Jetzt machen wir erstmal da hinten liegen. Bring mir meinen Aristo zurück.
Oder lass mal gucken. Nebenquest. Okay. Oh, hier ist noch. Was zum Plündern? Duda! Halt! Halt! Nein! Okay, wir gehen da lang. Oran bulimi di mekanestenin akselefti. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Was ist jetzt wieder? Stehen die jetzt hier alle rum? Hey, was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Okay. Dich schlitze ich auf!
Nee. Ein paar Gedärme raus. Du wirst sterben, hörst du mich? Es darf sich nicht ausbreiten. Okay. Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Medjay. Ein bisschen Geduld musst du noch haben da in deiner Kiste. Was? Schatzili. Ja, und abgeschlossen. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt in Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Fell zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg. Und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen. Okay, Löwenfell.
Okay, viele sind sie nicht. Kriegt man wohl hin. Wow. Entschuldigung. Deine Mauer! Stirb endlich! Alarm! Oh. Angriff! Oh cool, die drinnen haben nichts mitgekriegt. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Blinder, blinder, blinder. Oh.